Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der Karte Ellerbach in LS19. Jo, im letzten Part waren wir damit dabei, ein paar Missionen hier zu erledigen, ein bisschen Sachen für unsere Tiere einzukaufen gerade. Und ja, da werden wir auf jeden Fall erstmal weitermachen. Und zwar erstmal den Silageballen hier noch verladen. Im letzten Part hatten wir hier die paar Ballen noch aufgeladen mit unserer süßen Palettengabel. Ich möchte mal gucken, ob wir den hinten draufgesetzt noch kriegen und den auch spannen können. Zack. Jo. Jo, gut. Dann haben wir das schon mal. Dann können wir das in unsere Futtermaschine schmeißen. Zack. Spanger darüber und los geht's. Jo, dann machen wir uns auf den Rückweg, füttern die Mischmaschine und streuen schon mal ein bei den Kühen, dann ist das schon mal fertig. Wenn das Mischfutter fertig ist, kippen wir das Mischfutter rein und ja, der ist fleißig am Düngen. Das macht er eigentlich richtig gut. Ich denke, das sollte in Kürze der Zeit erledigt sein. Das Feld ist nicht riesengroß und ja, ich denke mal, da wird er ein paar Mal auf abfahren und dann hat sich das. Jo, wir fahren zurück. Der Strom muss noch vom Feld. Da können wir nochmal eine Ladung in die Mischfutterproduktion schmeißen. Dann ist das auch weg. Ja, was wir noch machen könnten, ist vielleicht ein paar Hühner uns zulegen. Das können wir vielleicht heute noch machen. Dann können wir uns vielleicht später noch drum kümmern. Vielleicht können wir da einfach sagen, jo, komm, ein paar Hühnerchen. Bin ich falsch abgebogen? Ah, gut. Fahren wir hier oben lang. Fahren wir hier oben mal durch Obereichingen. Ne, Oberdischingen. Kreis Eicher-Friedberg, also richtig schwäbisch hier alles mit einem Schwabenländle. Ich wollte eigentlich da zwischendurch fahren, ich wollte den Schleichweg fahren, aber was mich mal interessieren würde, wo dieser Schafhof ist. Den bin ich immer wieder mal hier so am Suchen, aber irgendwie finde ich den nicht so wirklich. Fahr noch einen Weg weiter. Oh Gott, das wäre es jetzt gewesen. Das wäre es jetzt noch gewesen, den vollen Anhänger umgeschmissen hätte mit Schlepper. Ja, da war gerade so ein bisschen Pipi, echt so im Schlüppi, muss man wirklich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass die so leicht umkippen. Ich wusste ja so ein bisschen, ja, die kippen um, aber dass die so, ja, so Mini-Ding umkippen. Ja, wir haben auf jeden Fall auf dem anderen Feld, auf dem 133er Feld, werden wir auf jeden Fall Ballen machen, wenn das fertig ist, gewachsen ist. Da werden wir auf jeden Fall dann mal eine große Ballenaktion machen. Kostet nichts mehr düngen. Ist fertig. Abschließen. Du kannst Feld 65 noch düngen, das sollte ja hier irgendwo in der Nähe sein. Gucken wir mal, wo wir dann müssen. Ich glaube, das ist hier hinten so ein kleineres Feld. Jo, das ist, okay, da können wir auch eben selber machen. Das ist ja wirklich einmal nur in eine Runde fahren. Wow, der Düngerstreuer hat schon eine Arbeitsbreite auch. Vor allen Dingen dieses kleine Ding und so eine riesen Arbeitsbreite. Es fasziniert mich doch immer wieder, was die Düngerstreuer für eine Arbeitsbreite haben.
gucken, ob das denen schon ausreicht, wie wir jetzt hier düngen oder nicht. Naja, für 1000 Euro wohl für das kleine Feld 1000 Euro. Oder 900 ist schon. Wie viel fehlen noch? 99. Oh. Jupp, fertig. Jo, haben wir wieder mal 900 Euro verdient. Sehr schön. Hm, haben wir hier noch irgendwas in der Nähe zum Düngen? 144. Okay, die ist da drüben. Da können wir uns nachher mal drum kümmern. Ich möchte auf jeden Fall erstmal mich um diese Sache kümmern. Das war jetzt eigentlich nur so zwischendurch eben mal. Hätte nicht gedacht, dass wir das so schnell fertig kriegen, aber okay. Dann ist das Thema auch schon erledigt. So. Dann laden wir mal da die Ballen aufs Förderband. Die haben hier hinten ja so ein schönes Förderband dran, oder die Maschine hat das. Das muss ich sagen, finde ich eine coole Sache. Kann man ja hier dran gehen. Und dann haut der Schieber das Ding nach hinten. So. Wir brauchen ja erstmal den Silage. Der ist das Wichtigste. Und dann noch ein bisschen Heu rein. Zack. Zack. Und kommen die Heuballen noch mit. Gucken, dass wir nicht den ganzen Anhänger umschmeißen. In meinem Glück. Zack. So. Zack. So, das sind die schon mal gesichert. Dann hauen die uns dann gleich ab. Zack. Wunderbar. Dann drücken wir auf den Ballenschieber, fahren noch einen Meter zurück. Und gut. Jo, wunderbar. Sehr schön. Silage ist jetzt nicht angekommen, oder schon? Jo, sehr schön. Ist angekommen. Wunderbar produziert. Sehr cool. Dann fahren wir wieder zurück, hauen das Stroh noch rein da. Und dann können wir uns um das andere Stroh kümmern. Ja, ich glaube, da müssen wir eben dies weg. Ich habe mit dem Teil noch nie gearbeitet. Das ist jetzt auch so Premiere für mich. Aber ich glaube, man hängt das Ding irgendwie so an. Ich kann mich jetzt auch täuschen. Gerät kann in diesem Zustand. Ja, ja, aber wie hängen wir das Teil an? Gibt's da irgendwie Trick 17 dafür, oder? Normalerweise, jo, das steht auch verkehrt rum hier. So, dann kann man das auch nicht anhängen, dann kann das auch nichts werden. Ja. Zack, so.
Geht, schaut das schon anders aus. Genau, dann kann man hier nämlich so eine Gabel wegmachen. Zack. Können uns da einen Ballen runterholen. Snacken wir uns erstmal ein hier. Zack. Gehen hier rein. Jo. Wunderbar. Dann düsen wir mal Richtung Kuhstall. Muss man da irgendwie noch Maschine anmachen oder so? Oder macht es das automatisch? Ah, E-Stroh. Hier. Kann man das auch von innen machen? Wenn ich jetzt ein bisschen abladen. Jo. Stroh wird abgeladen. Streut sich ein. Geht es auch zu den Kühen rein? Jo. Was ich schade finde, ist, dass sich hier nichts verändert, sag ich mal, dass sich hier nichts eingestreut wird. Das finde ich schade. Also das wäre noch so eine Sache, sag ich mal, wo man echt vielleicht noch ein bisschen sagen könnte, jo, okay, da könnte man noch dran arbeiten. Weil das wäre schon cool, wenn es hier ein paar Texturen gäbe, so wie sich der Mist einstreut oder so. Brauchen wir da noch einen? Jo. Jo. Sehr schön. Dann holen wir den anderen auch noch. Ist ein komisches, bisschen komisches Handling, aber ja. Man gewöhnt sich dran, ist Gewöhnungssache, auch wenn man das ein paar Mal macht, dann geht das auch. Zack. Ja. Dann ballern wir nochmal den rein. Aber der MV-Truck ist doch leicht, sehr leicht auf der Achse. Das schon mal machen. Dann kümmern wir uns hier um das Stroh eben. Ist ja nicht mehr so die Welt. Dann fahren wir das eben ein. Jo, dann haben wir das. Dann gucke ich gleich in der Aufnahmepause noch nach Mission. Für unseren anderen Helfer, dann läuft das auch. Und dann passt das. Ja, dann sind wir ja eigentlich ganz gut im Laufen. Wenn wir noch ein paar Aufträge so annehmen, dann passt das eigentlich. Ich bin immer noch so ein bisschen gucken halt, wie wir hier am besten aufstocken können. Ich denke, wir werden Richtung Maschinen und Felder gehen. Notfalls auch irgendwie ein erntereifes Grasfeld. Weil Gras ist, sage ich mal, so das Wichtigste, was wir jetzt brauchen erstmal. Was wir vielleicht noch machen können, mit dem Düngerstreu über das Grasfeld fahren. Stellen wir die Zeit runter, das könnte man vielleicht noch machen. Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Und sonst müssen wir hier düngen, dann grubbern und dann haben die schon wieder angesägt werden. Gucken, was wofür wir am besten was Geld kriegen. Ich denke, für Sojabohnen kriegen wir jede Menge. Gucken, ob wieder der Preis ausschaut. Ist halt ein arg kleines Feld, kriegen wir auch arg wenig runter. Da würde ich, oder man sagt, hier macht man irgendwas mit Stroh drauf. Aber die Sache ist halt dann wieder mit Ballen, die kullern hier runter. Da wäre dann eher wieder zu sagen, macht man noch ein anderes Feld.
Wir hätten ja noch Feld 128. Da müssen wir uns dann so noch irgendwie was überlegen. Mais häckseln, da bräuchten wir halt noch irgendwie einen Häcksler. Dafür. Könnte man den John Deere nehmen. Einen Häcksler davor, einen Hänger dahinter. Und dann hier. Ich denke mal, so viel wird da eh nicht drauf sein, aber wenn es nur ein bisschen ist, halt. Was würde so ein Mini-Häcksler kosten? 1900, also knapp 2000. PS braucht 150. Das müsste ja der John Deere locker haben. Jo. Kann immer den John Deere nehmen. Einen Anhänger. Könnte man ja den roten nehmen oder so. Oder einen Ladewagen. Reicht ja auch. Obwohl, ich würde den roten Anhänger nehmen. Und dann karren wir das Zeug hier rüber. So ist, glaube ich, der Plan für die nächsten Male. Könnte man so machen, weil ja, Felder bearbeiten kann der Helfer. Dann können wir uns ums Häckseln kümmern. Dann kriegen wir auch Silage. Besser gesagt Häckselgut. Und dann Silage und dann läuft das. Jo, wir haben Mischfutter. Das ist auch schon mal eine coole Sache. Da werden wir dann auch gucken, dass wir im nächsten Part uns da auch drum kümmern. Haben wir eben das Thumbnail gemacht. Jo, Heu fehlt. Heu und Silage fehlt. Okay, das ist aber echt schnell durchgelaufen. Ja, aber wir haben ja erstmal Futter. Und dann können wir das auch erstmal reinschmeißen. Und dann passt das. Jo, aber ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da oder ein Kommi. Ich würde mich echt freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen oder in einem anderen Projekt, zum Beispiel beim RP-Projekt. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, tschüss!